Hallöchen, ihr Schnuckelchen, und willkommen zu einer neuen Daddlezeit hier mit Rimworld und Döner dem Zweiten, unser Nacktdöner quasi. Quasi Döner mit ohne Fleisch, keine Ahnung, nein. Döner ohne Brot, das ist es. Da kriegt man den Inhalt direkt auf die Hand. Nein. Das sind Gefangenenbetten. Auch das. Döner, du machst mich fertig. So, was können wir denn hier noch umverlagern? Am besten. Wieso ist das noch nicht gebaut? Ach, weil wir kein Holz haben. Dann bauen wir das Ganze doch aus Sandstein. So, einmal Sandsteintür und dann geht das schon. Ui, warm Holz. Ganz viel Holz. Weil hier schön gefällt wird. Yay. Es funktioniert doch, man muss es nur wollen. Da fehlt noch ein bisschen was. Da haben wir 35. Jo. Löppt. So, Tau entfernt aber erstmal ganz brav Dreck. So muss das doch sein. Und vielleicht machen wir das hier doch mal lieber in Richtung Lagerzone umbauen. Otter. Abfallzone 1. Abfallzone 2. Löschen wir. Aber. Schnell was anderes hingeballert. Nee. Zone entfernen. Lagerzone 11, yes. Nein. Nein, Zone entfernen. So, Lagerzone so. Dann erstellen wir eine neue. Ja, jetzt haben wir es endlich. Und in dieses Lagerzöhnchen. Alles löschen, außer Dogen. Rauchblattjoints. Yay. Das ist auch wichtig. Und hier machen wir alles löschen, außer Gegenstände. War das, oder? Kunst. Da haben wir das. Außer Kunst, und das kommt auf wichtig. Kunst ist wichtig, neuerdings. Mal sehen, ob das denn so klappt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Und die Sophie ist vorbei. Und theopraktisch können wir aber auch einen ganz neuen Besucherkomplex errichten. Und dann hätten wir hier das noch als zusätzlichen Wohnraum. Ah, das wäre auch eine Idee. Und wo bauen wir denn den Besucherkomplex dran? Hier vielleicht, oder? Ich habe keine Ahnung, wo baut man einen Besucherkomplex? Wo habe ich die größten, neben dem Gefängnis? Wäre auch ganz drollig, denn wären das die ersten, die hier Kassalle abbekommen, wenn da jemand ausbricht. Wäre ganz amüsant auf jeden Fall. Oh, Black Griffin arbeitet noch. Warte mal, nee, überarbeite dich mal nicht. Du hast ja zumindest angefangen. Ah, der Textilhändler. Scheiße. Den habe ich in aller Freude über Döner, habe ich den irgendwie, glaube ich, vergessen. Typisch. Einfach nur typisch. Und zumindest Baumwolle ist hier auch richtig schön. Ja, ich glaube, jetzt funktioniert das besser. Ich glaube, das wurde wirklich weggefuttert. So wie Rasen. Der wird ja auch einfach hier weggeknabbert. Unsere Tiere sind eigentlich lebendige Rasenmäher. Deswegen haben wir auch hier innerhalb unserer schützenden Mauern, haben wir, glaube ich, kein einziges Grasbüschelchen. Zusammenbruch. Rauchblattexzess. Der Enster. Enster, du alle Kiffschlunze, du. Eieieiei.
Das Einzige, was schade ist, dadurch, dass der neue Döner keinen Bergbau hat, ist es unwahrscheinlicher, dass diese in näherer Zukunft mit Enster zusammenarbeitet. Vielleicht ist deswegen Enster so ein bisschen im Drogenexzess, weil er seinen Kumpel vermisst, seinen Bro, seinen Homie. Ja, ich weiß, ich schmeiß wieder... Na. Drogenrausch, Schießrausch. Klingt für mich nach einer unschönen Kombination, um ehrlich zu sein, die ich nicht unbedingt in Aktion sehen muss. Wir werden es sehen, was da rauskommt. So schlimm kann es ja nicht werden, sagte er und ward tot. Jo, komm, da können wir ja eigentlich schon mal den nächsten Bohrer hinsetzen, oder? Jo, hat nicht ganz so viel Reichweite, aber es reicht. Muss ja, ne? Und eigentlich können wir den hier doch schon so ziemlich abbauen, oder? Ja, braucht keine Sau. Abreißen das Ding. Sparen wir auf jeden Fall Strom und... Komm, das können wir auch abhacken. Nicht abhaken, sondern abhacken. Bereit zum Ernten. Bereit zum Ernten. Bereit zum Ernten. Bereit zum Ernten. Da machen wir nochmal richtig schön was draus. Und wir haben wieder Rauchblätter. Da können wir richtig krumme Dinger drehen. Cool. Ja, ja, erinnert mich so ein bisschen hier an das Spiel Die Wiggles. Quasi so eine Art Puppenhaus Dwarf Fortress aus dem Jahre, hast du nicht gesehen. Ein deutsches Strategie-Rollenspiel, Koloniesimulationsspiel, ungefähr wie RimWorld, nur etwas anders. Und halt im Puppenhausmodus, wo man eher so einen Querschnitt hatte durch so einen Berg, wo es um Zwergenvölker gibt. Und darunter gab es eines, die Pieser, die waren halt so ein bisschen sehr groovy drauf. Das waren Hippies vom Herrn. Und wenn man die traf, da war dann auch das erste Gespräch irgendwie mit: Nicht, dass du denkst, wir konsumieren Drogen. Das geht nämlich gar nicht. Wegen der Altersbeschränkung. Cool. Und das ist übrigens auch ein Spielchen, das ich gerne mal als Let's Play bringen würde. Total altes Spiel. Kennt keine Sau, weil es ein deutsches Spiel war, das irgendwie so völlig unterm Radar lief damals. Aber richtig lustiges Ding, habe ich leider viel zu wenig gespielt. Aber ich kann mich trotzdem sehr beherzt dran erinnern. Also da hätte ich schon richtig Bock, ein Let's Play zu machen. Ich glaube, das wäre auch für alle RimWorld-Zuschauer an und für sich interessantes Teil zu gucken. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kann mich natürlich auch irren. Ah, ich wollte... Nö, ich wollte nicht fragen. Ich frage mich, warum das Ding keinen Strom hat. Die muss man doch nicht hier direkt draufklatschen. Musste ich hier doch auch nicht machen. Und so einen exzessiven Strom... Ah, jetzt geht das. So einen wirklichen Strommangel habe ich auch nicht erkannt, um ehrlich zu sein. Wobei, die brauchen ordentlich Leistung. Da muss schon ordentlich Druck auf der Düse sein. Ich sehe es ja ein. Und hier machen wir mal den Stopp, damit erstmal unsere Generatoren versorgt werden. Auch wenn wir da noch ein bisschen ummodeln wollen. Zumindest ich möchte das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wollt, aber... Irgendwie macht schon Sinn. Wo können wir nämlich hier... Die drei möchte ich gerne weg haben. Wäre ganz angenehm. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten hier zurecht basteln. Dass daraus was Schönes entsteht. Den Platz, den haben wir eigentlich weg. Da können wir... Und ehe ich da die Mauern wegreiße, muss ich planen. Ohne Planung läuft ja gar nichts. Aber das machen wir, wenn wir so weit sind. Wir brauchen ja erstmal hier noch so ein Ausweichzimmer. Mit Möbeln eigentlich. Aber Scheißdreck mit Möbeln ist gerade nicht. Wir brauchen erstmal Holz. Aber da kommt Holz.
Da muss noch ein bisschen Holz rein. Sonst sehe ich zappenduster. Wir haben jetzt auch so ein bisschen Holz. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Oh, da wird auch gefällt. Hoho, das nenne ich mal hier dicke Waldarbeit. Da meine ich nicht dick im Sinne von übergewichtig, sondern dick im Sinne von fett. Was eigentlich auch keinen Unterschied macht. Aber egal, ich rede wieder Unsinn. Irgendwie muss ich die Zeit ja füllen, ne? Und gebt zu, ihr mögt doch, wenn ich Unsinn laber. Ansonsten frage ich mich, warum ihr das guckt. Ich laber doch nur Unsinn. Warte mal. Tiere? Elefant. Ach, da ist der zu zähmende. Aha, der wurde von der Gruppe extrahiert quasi. Yeah, gut gemacht. Sehr gut gemacht. Freue ich mich schon drauf, wenn es vielleicht irgendwann mal klappen sollte. Da können wir ja mal hier so ein... Komm, jagen wir mal ein Muffalo einfach mal so zwischendurch. Einfach nur, weil wir es können. Und das ist meine türkisgelbe Bumalope. Ach, das Viech können wir mal schön erschießen. Weil es Spaß macht. Nicht, weil wir Futter brauchen, sondern einfach nur, weil es tierisch Spaß macht und die Leute schießen üben müssen. Ja, so langsam bauen wir auch wieder einen Stahlvorrat auf. Einen Holzvorrat kriegen wir auch langsam zustande. Der Generator ist auch weitgehend aufgefüllt. Erschöpfung. Ja, kann ich doch nichts dafür. Wenn du deinen Scheiß Rausch hast und erschöpft bist, kann ich dir doch auch nicht helfen. Oder was soll ich machen? Sollen wir dir irgendwie medizinisch was verabreichen oder so? Keine Ahnung. Ich freue mich, wenn wir hier diese Dinge haben und dann endlich ein paar neue Medizinchen herstellen können. Das wird richtig dolle. Fenster hat genug vom Rauchblatt. Ja, dann wird sich auch einiges ver... Ach, Vitalmonitor braucht nicht mal Medizin oder sowas. Das können wir einfach so hinklatschen. Ah ja. Och Gottchen. Verbessert das alle Dinge? Gute Frage, nächste Frage. Ach, und hier können wir die Suborbitalkapseln auch bauen. Yeah! So, Konstruktion 8 benötigt. Verbessert die Behandlungsqualität, Operationserfolgschancen und Immunisierungsgeschwindigkeit. Muss neben einem Krankenbett platziert werden. Normale Betten profitieren nicht davon. Mehr als ein Vitalmonitor pro Bett aufzustellen, hat keinen zusätzlichen Effekt. Wie sieht es aus, wenn man so rund drumrum macht? Da muss ich mich mal belesen, ob ich, wenn zwei Betten angrenzen, ob ich daraus meine Vorteile ziehe oder nicht. Das gilt es noch herauszufinden. Und das werde ich noch irgendwie herausfinden. Und ah, schön, wenn man ein Schwein hat. Aber selbst die Kolonisten sind hier richtig fleißig am Rumholzen. Holz, Holz, Holz. Genau. Also da ist richtig Holzarbeit im Moment angesagt. Vielleicht fast schon ein wenig zu viel. Da müssen wir mal ein bisschen Holz, Holz weniger machen. Zum Beispiel bei Raven, du alte Socke. Du kannst, glaube ich, wichtigere Dinge derzeit tun. Ja komm, machen wir das auf 3. Dann kommen erstmal Sachen dran wie Kochen, Jagen, Bügeln, Waschen, Legen, weil ist notwendig. Enster kann dann auch wieder kochen. Auch nicht unwichtig. Mal sehen. Enster, wo stehst du denn? Enster. Waldarbeit gar nicht. Ja, komm. Dann kochen die wieder zu zweit und können hier die Lücke, die sich ergeben hat, wieder ein bisschen auf... Uiuiuiuiui. Huh. Zeit, dass hier demnächst Ernte kommt, auf jeden Fall. Ansonsten wird das doch ein bisschen eng mit den Kartoffeln.
Vielleicht sollten wir da noch irgendwas anbauen. Haben wir noch eine Anbauzone, die ich nicht so auf dem Schirm habe? Da haben wir nur Bäumchen. Können wir auch nur Bäumchen drehen? Nein. Ach, Jemine. Kartoffeln brauchen. Ja, ein paar kommen bald. Ein kleiner Hoffnungsstrahl am Firmament ist da noch immer. Aber kein großer. Aber hey, 40 Mal Überlebensration ist schon mal ein dickes Ding. Und wie gesagt, es muss da auf jeden Fall jemand mal was abbauen. Und das Sturmgewehr, ja, befindet sich noch im Aufbau. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Da fehlt noch ein kleines bisschen an Arbeitsstunden. Aber da werde ich mal, soweit ich gleich dran denke, Black Griffin, glaube ich, drauf ansetzen, dass sie das vervollständigt. Bist du so ausgeschlafen? Bedürfnis? Schlaf? Erholung? Gut gefüllt? Ah, perfekt. Komm, Blacky, du darfst mal rangehen. Tiefenbohrrohstoffe erschöpft. Ja, das Ding kann also abgerissen werden. Good to know. Und da. Da sind die Minischweinchen. Zwei Stück davon. So, sind natürlich auch alle schon gut untergebracht. Perfekt. Die können wir ja schon mal so ein bisschen handzahm machen. Yay. Unsere Wildschweinarmee entsteht. Und Elefant wird auch noch bald dazu kommen. Perfekt. Was wollen wir denn mehr für unsere Kolonie? Einen Laufrausch zum Beispiel. Von Zero. Der eigentlich nur die ganze Zeit an seiner scheiß Vorspanke hängt. Aber warum nicht? Hier braucht man unbedingt einen Laufrausch, wenn man die ganze Zeit hier dran hängt. Macht Sinn. Oh, wir haben eigentlich wieder so viel Holz. Da können wir auch das hier weitermachen. Yay! Und die Waffe ist gleich fertig. Dann kann Döner sich seine neue Waffe schnappen. Tada! Da ist das Ding. Schäbig. Egal. Hauptsache eine Waffe. Sturmgewehr ist Sturmgewehr. Wo war Döner? Ach, war am 10 oder so ähnlich. Psychoschiff. Müssen wir aufpassen, wo das Scheißding landet. Da ist es gelandet. Oh. Ich glaube, wir werden das Ganze mal anders angehen. Genau, nehmen wir hier mal den Raven und den setzen wir mal hier hinter. Dann nehmen wir... Wer hat den zweithöchsten Wert? Anki vielleicht? Nö. Blacky, ja, nehmen wir dich mal und setzen dich dorthin. Raven dahin, Blacky dahin. Und dann erzwingen wir mal einen Angriff auf. Wo haben wir das Ding denn? Juhu, ach da ist es. Perfekt. Einmal dahin und einmal... Hätte ich die auch beide auswählen können? Ich glaube ja. Und ebenfalls. Und gucken, was passiert. So, da ist auf jeden Fall schon mal anvisiert. Kann eigentlich nur daneben gehen. Das könnten wir vielleicht auch eher erstmal mit den explosiven Varianten beladen. E-Granaten, ja.
wir das hier bestimmen. So. Verbieten wir einfach mal diese hier und dann wird das schon irgendwie automatisch gehen. Ah ne, jetzt kann ich da. Aha. Ja. Stellen wir es mal darüber ein. Und die Schweine machen Liebe nebenan. Jawohl. Ist klar. Wir wollen die Explosivdinger haben. Es hat wieder Flup gemacht. Die Elektrodinge können wir immer noch gleich nehmen. Ja, manchmal sind Mörsergeschosse gar nicht mal so unwichtig. Gell? Und der Elefant will noch immer nicht. Ich bin fast schon ein wenig mucksch. Oh, hier wird ein bisschen rumrepariert. Und es hat wieder Flump gemacht. Mal sehen, was diesmal geflumpt wird. Ob das jetzt schon die Explosiven sind. Können? Ja, müsste. Yeah, oh. Fuck. Und das war ein Treffer. So, und jetzt müssen wir mal umswitchen zu den EMP-Gedöns. Explodiert, wenn sie beschädigt wird. Vielleicht auch nicht das Beste. Probieren wir es erstmal mit den angeschlagenen HE-Dingern und ballern die weg und dann können wir immer noch gucken. Vielleicht kriegen wir dadurch ja das ein oder andere Viech auch ausgeschaltet. Wir haben ja Zeit, komm. Machen wir mal einmal hier so. Zack. Und einmal können wir das auch irgendwie auf den Gegner. Müssen wir mal sehen, ob das sich bewegt mit dem Ziel. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Können wir hier einmal so ein fettes Ding noch anvisieren und alles wird gut. Dann werden wir schon irgendwas hoffentlich treffen. Und Bums. Okay, die gehen in den Angriff über. Wir müssen ganz schnell hier Arrivederci sagen. Fuck, hoffentlich haben wir hier niemanden draußen unterwegs. Nee, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir müssen nur mal gucken. Unsere Tierchen. Die müssen wir mal schön ins Tiergebiet 2. Ja, komm, machen wir alle mal Tiergebiet 2 für kurze Zeit. Wird schon nicht deren Schaden sein. Und dann wandern die alle mal hier rein, bis auf die, die ich jetzt aussortiere. Wo ich sage, Mensch, die müssen woanders hin. Genau. Die Leutchens dürfen gerne nochmal sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Muss ich mal so auszudrücken. Dön, auf jeden Fall, komm. Und du stirbst mir jetzt nicht schon wieder. Ich glaube, ich habe 6 Stück da ausgewählt. Oh oh, da kommen die schon an. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht. Schnell, 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 schnell. Bevor wieder irgendwas kaputt gemacht werden kann. Mach nicht Türkis kaputt. Nein, 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 nein. Nicht meine Bumalope. Okay, dann bemannen wir nochmal kurz. Oh, das ist aber sehr mit der heißen Nadel gestrickt, auf jeden Fall. Alter Verwalter, du. Yes. Der nächste Wirkungstreffer.
Also den Raven behalte ich vielleicht mal da, dass der vielleicht irgendwas da im Hintergrund angreifen kann. Nee. Nicht so. Da kann ich ja immer noch hingehen, wenn ich wirklich sehe, dass die da reinkommen. Und solange... Oh, komm, nehmen wir den. Wenn der verpasst wird, wird der vielleicht getroffen. Und um die Dramatik zu steigern, mache ich hier einfach auch noch einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit RimWorld. Ich hoffe, dass das dann alles gut geht. Ciao, ciao.